Hi YouTube, hier ist wieder euer Danny Marco von Danny Marco TV und heute mache ich nochmal ein Video. Ihr habt ja heute schon quasi den zweiten Gewinner vom Danny Marco Probiert's Nummer 2 gesehen und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal aus aktuellem Anlass nochmal ein Video heute und zwar habe ich heute einen Gast hier bei mir, der steht noch hinter der Kamera, der kommt jetzt gleich mal vor, das ist der Jürgen, der darf sich dann auch gleich mal vorstellen. Hi YouTube, hallo Danny. Hi. Du bist quasi jetzt mein Gast heute. Ja. Und du bist auch auf YouTube. Was machst du? Ja, ich bin auch auf YouTube. Unter TanzJG findet man mich. Da gebe ich unter anderem Tanzkurs. Also wer mal tanzen lernen möchte zu Hause und sich nicht traut, in eine Tanzschule zu gehen, da hat daheim die Möglichkeit, indem er einfach mal TanzJG eingibt. Und das sind etwa 59 Tanzkursvideos. Habe ich mir schon welche angeguckt, ja. Wie du es dann zeigst und genau. Dass man sich dann angucken kann und nachmachen kann. Ja, ja. Und du machst auch noch was anderes, ne? Außer den ja, Tanzen. Ich tue, also mein zweites großes Hobby ist Musik machen. Also ich spiele Keyboard und schreibe eigene Songs. Mhm. Und jetzt ist gerade der neueste Song von mir rausgekommen. Der nennt sich also, unter YouTube findet man den unter Sommerhit. Einfach mal in die Beschreibung unten rein, in die Videobeschreibung. Genau, Sommerhit, German, Heyo, Heyo. Ja, das geht sich schon doof an, aber ist ein schönes Lied. Habe ich mir schon angehört und klingt recht gut. Ja, also ich bin. Ich finde super den Song. Allgemein deine Lieder finde ich gut. Ich habe ja schon, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ne? Ja. 2007 haben wir uns kennengelernt. Genau, genau. Und da hast du auch schon Musik gemacht. Ja, das ist halt so eine Leidenschaft und man muss sich tanzen. Und da habe ich auch ein paar Lieder von dir und eins finde ich ja ganz besonders gut. Genau, das große Glück. Ne? Genau. Ja. Und da habe ich auch noch ein bisschen was geplant, videomäßig da. Ja, da machen wir zusammen mal ein Video. Genau. Genau. Okay, so. Jetzt haben wir deinen Kanal haben wir vorgestellt. Genau. Dich hast du dir vorgestellt, genau. Was du machst, Musik und Tanzen. Jawohl, aber so. Kommt noch was, ne? Du wolltest noch was zeigen. Ja, und zwar, ich beschäftige mich ein bisschen mit Übersinnlichkeit, also mit übersinnlichen Kräften. Also so Magic. Ja, Magic. Aber nicht Bühnenzauber, sondern also tatsächlich, also was ich kann, ist zum Beispiel Handlesen. Also ist auch so ein Hobby von mir. Und das sieht nichts. Doch, da sieht man auch was. Und Gedankenübertragung. Und damit ihr auch mal seht, dass sowas möglich ist, mache ich mit dir jetzt einen Test. Mit mir? Jawohl. Jetzt auf jetzt YouTube. Genau live vor der Kamera. Auf YouTube, okay, machen wir. Auf YouTube, also. Und zwar, also es ist nicht abgesprochen. Der Danny weiß jetzt von gar nichts. Ich weiß nur, dass du da ein paar Zettel und einen Stift hast. Der weiß nur, dass ich hier einen Zettel und ein paar Zettel und einen Stift habe und da mache ich mit ihm ein Experiment. Das geht wie folgt. Und zwar, du musst jetzt an gewisse Sachen, die ich dir sage, also an irgendeinen Namen oder irgendein Tier oder sonst irgendwas denke, mhm. Dann schreibe ich es im Vorfeld auf, also ich konzentriere mich dann auf deinen Gedanken, schreibe es im Vorfeld auf, mhm. Dann gebe ich dir das, das ist die linke Hand, das ist die Beweishand, da gebe ich dir dann diesen Zettel hinein. Das ist aber meine rechte Hand. Ja, von meiner Seite aus die linke, genau, ja, danke fürs Gespräch. Und die rechte Hand, das ist die Hand, wo ich also auch der YouTube-User zeige, dass also das seine Richtigkeit hat. Dann kriegst du das in die Hand, ohne dass ich nochmal einen Einfluss drauf habe. Das heißt also, ich konnte gar nicht. Also die sehen quasi, was du ja, ausschreibst. Also nochmal zum Mitschreiben. Da wird es, ohne dass du mir sagst, was du gedacht hast, ja. Machen wir es rein. Und dann sagst du mir, was du gedacht hast, und dann zeigen wir es der User, mhm. Dass die sehen, dass es also seine Richtigkeit hat. Und dann kriegst du das in die Hand ebenfalls als Beweis, sodass ich grundsätzlich keinen Einfluss auf diesen Zaubertrick habe. Okay. Okay? Machen wir. Also auf diesen Zaubertrick, auf diesen Gedankentrick, kein Zaubertrick, Gedankentrick. Der wirklich meine Gedanken so. Lesen kann. Ich bin mal gespannt. So. Also. Jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Und zwar denkst du an einen, aber bitte ein leicht, also nicht ein zu großer Name, sondern einfach ein relativ leichter Name von einem Klassenkamerad von dir. Ja? Mhm. Ein Vorname am besten. Ne? Ne? Ganz schneller, ganz schneller. Du darfst aber nicht sagen, einfach dran denken. Ja, aber ganz spontan so ein Name, was mir halt im Kopf dabei einfällt. So ganz spontan, was okay. Dir einfällt. Und dann musst du aber ganz fest drauf konzentrieren, guckst mir mal in die Augen dabei. Ja? Okay. Also gut. Hast du? Ja. So. Gut. Bist du konzentrieren dann? Andere Sache denke bitte. So, ich konzentriere mich. Okay. Mal gespannt. So. Den mache ich jetzt zu. Also ich habe jetzt keinen Einfluss mehr drauf, wie ihr seht. Ne?
Ich lege sie jetzt hier in diese Hand hinein. Ab jetzt habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Okay. Ja, die Hand bleibt zu. Die Hand musst du bleiben. Die Hand bleibt zu. Sie muss man hier sehen. Okay. Genau. Die so. Mache ich einfach mit hier. Ja, kann man auch hier machen. Genau. So, jetzt sag schon mal den Namen. Thomas. Thomas, genau das habe ich gedacht. Aber dass man das auch noch mal sieht, tue ich es hier auch schreiben. Ich zeige es jetzt auch den Usern. Übrigens, kommen wir gerade mal hier vor, dann kann man es vorne besser sehen. So. Genau. Ich glaube, es muss zurückgehen. So. Genau, super. So, also du darfst es auch anschauen. Ne? Also, jetzt machen wir das zu, dass du also siehst, dass ich jetzt auf das Blatt auch keinen Einfluss mehr drauf habe. Ne? Das war meine Hand. So. Jetzt kommen wir zum nächsten. Mach einfach bei dem nächsten, wenn du das aufschreibst, dann was in die Hand kommt, gehst du dann einfach vor und hältst mal kurz ins Bild. Ja, ich mache das so, genau. Man muss ja meine Hände. Muss ja nicht immer aufstehen. Okay. Also jetzt machen wir mal ein Haustier oder irgendein Tier, wo dir gefällt, aber auch wenn möglichst ein kurzer Name, ja? Also nicht ein Name vom Tier, sondern einfach mal eine Tierart. Nee, eine Tierart natürlich. Ne? Mach jetzt mal ein Beispiel, ein Orangutan beispielsweise, nenn ich jetzt nicht, aber ne? Als Beispiel, ja? Okay. Okay? Hat eins? Ja. Schau mir in die Augen. Ja. Schaut mir. Genau so. Okay. Ganz fest. Mehr drauf konzentrieren, dann muss auch was denken, bitte. Ich muss auch an die Kamera denken. Ja. Okay. Die Kamera ist ja auch noch da. Die YouTube-User sind alle noch da. Genau. Ich hoffe, es ist interessant für euch, weil ich finde es gerade irgendwie interessant. So, also da habe ich jetzt wieder keinen Einfluss drauf auf den Zettel. Ich kriege das sofort in die Hand. Gell? Ich habe keinen Ausfluss. Sag ich mir gerade mal das Tier. Das war der Tiger. Genau, das habe ich genau gedacht. Das war super. Der Tiger mit SCH. Genau. So, also ich gehe mal vor. Das ist der Tiger. Immer schön ruhig also halten. Hier, damit, hier, schön Tiger, Tiger, Tiger. Immer schön ruhig halten, damit sie die Kamera festhalten kann. So. So, jetzt machen wir das mal zu wieder. So, zack, zack und zack. Ja. Machen wir da rein. Keinen Einfluss habe ich mehr drauf. Ja? Ich habe auch mal mein Handy. So, ist ja gleich fertig. Jetzt denken wir mal an irgendein schönes Urlaubsland beispielsweise. Ja? Okay, ja. Also irgendein schönes Urlaubsland, aber auch möglichst ein kurzer Name. Ne? Also nicht so ellenlange. Kann man auch vom Land quasi, von diesem Urlaubsland, einen Teil nehmen? Also so ja, du, wenn ich zum Beispiel nach dem Strand ist, Alicante oder so, kann ich auch nehmen. Ne? Okay. Beispielsweise. Hast du jetzt? Ja. Konzentriere dich. So. Ja, jetzt kommt es deutlich. Jetzt kommt ganz deutlich. Der kann es nicht mehr. Ich glaube, er kann wirklich meine Gedanken lesen. So. Ab jetzt habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Jetzt sagst du mir einfach nochmal das Urlaubsland. Das war die Costa Brava. Mhm, Costa Brava. Das habe ich gehört, also gelesen, aber es war für mich schwer zu verstehen. Deswegen, wenn es ein bisschen anders geschrieben hat, muss ich das akzeptieren. Okay, ja. Aber ich schreibe jetzt hier mal Costa Brava, wie ihr seht. Ja? Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, genau, Costa Brava, ist das okay? Ja. So, das machen wir jetzt zu. Das ist ein richtig langes Video von mir. Ja, ja. Gut, wir hätten kürzer halt die Vor-Ding weg, aber ich glaube, es geht. Ja, 10 Minuten darf man kann auch 15 Minuten. So, das machen wir jetzt wieder hier rein. Das mit dem Costa Brava hatte ich jetzt ein bisschen irritiert, gebe ich offen zu. Okay, das sieht daran, sieht man aber auch, dass es nicht abgesprochen ist. Ne? Ja. Also, das sind neue Blätter, nächstes Mal, das brauchen wir nicht. Letzte Runde wahrscheinlich. Ne? Jetzt ist die letzte Runde, aber trotzdem hat mich das ein bisschen irritiert, weil da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt denk mal ganz fest an deinen Vorname. Ja? Okay? Hast du? Denk mal fest dran, weil ich muss das jetzt echt kontrollieren. Mhm. Ja. Ja, das ist doch etwas schwammig rüberkommen. Okay. Gut. Ich habe es jetzt mal wieder hier aufgeschrieben. Ich schreibe jetzt einfach mal Dennis habe ich jetzt geschrieben. Ach so, okay, ja. Dennis habe ich geschrieben, gell? Ja, aber ich habe an Danny gedacht natürlich. Ja, das S ist ja dann, ne? So. Okay. Also nochmal auf da, hier schaut. So. Man weiß ja meinen richtigen Namen. Ja, gut, okay. Dürfte eigentlich kein Geheimnis sein. Alles klar.
der dritte Spasch beendet. Das kannst du mal hinlegen, ausbreiten, durch alle mal hinlegen. Das waren jetzt die nachdem, die in der linken Hand bei mir waren, das sind nachdem ich dir gesagt habe, was es ist. Genau, die kannst du mir wieder geben, weil du hast ja gesehen, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Und jetzt kannst du hier, legst du gerade auf den Tisch bitte. Hier. So. Jetzt nehmen wir mal, mach ich mal das hier auf. Genau, ich mache jetzt einfach mal auf, was da hast. Das war der Thomas. Warte mal, jetzt muss ich gerade runter. Halt. Ich gehe mit vor mit dem Thomas, dass wir es sehen. Ja. Stopp. Ich mache einfach mal alles auf am besten. Das ist das Dichteste. So. Das hier ist der Thomas. Den müssen wir mal gut ins Bild halten. Also einmal Thomas. Thomas 2. Und das zweite Mal Thomas ist hier. So. So. Dann machen wir das nächste auf. Ganz interessant hier. Ja. Also einmal kann ein Fehler drin sein. Ja. Das hat er ja gesagt. So, hier habe ich den Danny. Ah ja, da habe ich Dennis geschrieben. Ja, gehen wir mal vor. Ne? So. Also hier Danny und hier. Da, ich bin ja doof, ne? Da habe ich ja Danny geschrieben. Hä? Hallo, du hast ja vorhin an Danny gedacht. Und ja. Ich habe ja Danny geschrieben und das ist Dennis. Und jetzt habe ich vor lauter Aufregung mit Dennis noch geschrieben. Ich habe dir, die du vorher geschrieben hast. Ja, cool, oder? Ja. So, dann machen wir das nächste auf. So, das ist der Costa Brava. Das war Costa Brava. Costa Brava steht da jetzt irgendwie drauf. Costa Brava. Ich heb sie mal hier rein, also einmal Costa Brava, das was ich nachdem gesagt habe, hinterher gesagt und das hier vorher. So. Und jetzt haben wir hier nochmal. Das letzte, der Tiger. Der Tiger und hier nochmal der Tiger. Aber ich habe eigentlich an Tiger mit SCH gedacht. Ja, gut, aber es gibt ja keinen Tiger, ne? Es gibt ja nur einen Tiger. Ja. Weit interessant, ja. So, vielen Dank. Du kannst also Gedanken lesen, das ist ja mal ganz schön unheimlich. So, du hast jetzt nochmal kurze Zeit am Ende vom Video quasi. Nochmal den Leuten zu sagen, dass sie mal auf den Kanal gucken können. Nochmal. Ah ja, also wie schon gesagt, bei mir könnt ihr gerne mal auf den Kanal schauen. Einfach TanzJG. Warum TanzJG? Das hängt zusammen mit Tanz, wie tanzen. Und JG wie Jürgen und Körper, das ist mein Name. Also da könnt ihr also einfach mal reinklicken, gell? Würde mich freuen. Ich schreibe den unten dann in die Videobeschreibung rein, den Kanal. Genau. Und auch nochmal ins Bild rein, das geht ja auch. Genau. Und dann können die Leute einfach mal draufgehen auf den Kanal. Alles klar. Und können die Videos anschauen. So machen wir das. Und uns gibt es demnächst halt wieder in diesem Video, wo ich dann bei dir mal vorbeischaue. Genau. Und dann machen wir dann mal. Dann nimmst du die Kamera mit. Aber es wird noch nicht verraten, was dann gemacht wird, aber ich komme mal vorbei. Genau, so machen wir das. Video. Jawohl. So, okay, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Ja, wieder auch nicht mehr, deswegen sage ich einfach mal, das war's von uns zwei hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit dieser Gedankenlese-Sache hier auch noch. Vielleicht verrate ich das nächste Mal, wie er funktioniert. Vielleicht kommt das selber drauf. Okay, das war's von uns zwei. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Danny Marco von Danny Marco TV. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Jo, tschüss.